double, front, double, back, cross it, side, double, out, triple. Januar 1967, ein neues Ballett. Shadow Play. Musik von Köchlin, Choreografie Anthony Tudor. Dowell, the hero, a quest for Nirvana, the boy with the matted hair. Wenn man sehr früh mit dem Tanzen anfängt, ist man natürlich noch sehr beweglich. Man fühlt sich einfach allem gewachsen. Aber plötzlich kommt nach ein paar Jahren der erste falsche Schritt und man ist absolut unfähig, damit fertig zu werden. Nach einer solchen Erfahrung war Shadowplay eine große Hilfe für mich. Denn anstatt an die Schrittfolge zu denken, konzentrierte ich mich auf die Handlung, den Ausdruck. I said, where do you think we should start? Do you prefer to enter from stage left or stage right? Ich fragte ihn, wo sollen wir anfangen? Willst du von rechts oder von links kommen? Er meinte, das ist mir egal. Ich fragte weiter, aber du musst doch eine bestimmte Vorstellung haben. Nein, wirklich, es ist mir egal. Ich wollte es wissen. Möchtest du auf der Vorderbühne oder auf der Hinterbühne anfangen? Er wieder, es ist mir bestimmt egal. Gut, meinte ich, vielleicht möchtest du in der Mitte oder auf der Seite anfangen. Da dachte er wohl, ich sei verrückt und wurde nervös. By then he knew I was a nut, and he was nervous. He said, "And here you look up at the tree, and I." Dann sagte er, schau jetzt den Baum an. Was für ein Baum ist es? Ich war regelrecht geschockt, denn ich hatte mir gar keinen Baum vorgestellt. My imagination sort of visualized the tree. If I was told to look up, I just looked up. I said, "Tell me by your body. I want to know if it's a little tree or a big tree or a spreading shade tree." Ich sagte ihm, dein Körper muss ausdrücken, wie dieser Baum aussieht. Lass uns morgen damit weitermachen. Am nächsten Morgen auf dem Weg zu den Proben sah ich am Earl's Court in einem Schaufenster einen herrlichen Mangobaum, den ersten, der mir in London zu Gesicht gekommen war. Ich kaufte ihn und brachte ihn ins Studio, versteckte ihn aber. Dann sagte ich zu Anthony, fangen wir jetzt gleich mit dem Baum an. Er blickte auf und meinte, es ist keiner da. Da holte ich den Mango und sagte, hier ist der Baum. Er hatte wohl noch nie eine Mango gesehen, machte große Augen und alles war in Ordnung. And he took this out, he said, what is it? And he had never seen a mango in his life before. And his eyes opened with wonderment. He looked up at the tree and it was perfect. Shadowplay was the most important ballet for me. Shadowplay war für meine Entwicklung ein sehr wichtiges Ballett. Es entsprach völlig meinem Tanzstil. Classical, that way of movement. Meine klassischen Rollen sind Siegfried in Schwanensee, der Prinz in Dornröschen, Albrecht in Giselle und den Prinz in Aschenbrödel. Diese vier Rollen sind sehr schwer zu tanzen, denn man wird entweder mit anderen Tänzern verglichen oder die Leute erinnern sich gerne an sogenannte frühere Zeiten. Mit diesen vorgefassten Meinungen muss man dann fertig werden. Es ist deshalb viel einfacher, ein neues Ballett zu tanzen, als in den klassischen Rollen aufzutreten. And that the most exposing, dance-wise, basic classical technique. And when you're not too hot on a night like that, those sort of floors will show much more than, say, a ballet that's been created on you. Als ich zum ersten Mal in Dornröschen tanzte, konnte ich mit niemand verglichen werden, denn es war eine neue Inszenierung.
knowing what's best to do. I think that's the one thing I'd miss most about dancing. Meine Freunde, meine Kollegen, die Bühnenatmosphäre sind für mich unentbehrlich. Es stimmt, die Karriere eines Tänzers ist nur kurz. Wenn man viel verdienen will, muss man sich unabhängig machen und als Gastsolist durch die Welt reisen. Ich könnte aber meine Bindungen zum Royal Ballet auf keinen Fall lösen. Denn als Tänzer brauche ich eine gute Truppe hinter mir. Ich bin mit dem Royal Ballet aufgewachsen. Es ist meine Familie. To just break out, it means I would have to forgo chances probably of creating new works with the company. Hi, Anthony. Hi. How's it going? Thanks. Not too bad. And this is just not, for me, what it's all about. I couldn't just jump from plane to plane and do... Das wäre nichts für mich, so von Flugzeug zu Flugzeug zu jagen. Hier einen Schwansee, da eine Giselle, nur damit das Konto stimmt. Ich habe eine andere Mentalität. Das würde mich mehr belasten als fordern. Wenn man es dann doch ab und zu mal macht, wirkt es wie eine Verjüngungskur. How many do they want, do you think? I should think probably about 8 to choose from. Okay. Yes. It's very nerve-wracking too, because other companies are looking at. Es kostet ziemlich viel Nerven, wenn man das erste Mal mit einer fremden Truppe arbeitet. Man muss sein Können neu unter Beweis stellen. Und das ist eine große Belastung. Aber hinterher, dann ist es einfach großartig und man könnte die Welt aus den Angeln heben. Man kommt frisch aufgetankt zum Opernhaus zurück. Auch für die Truppe ist es vielleicht ganz gut, einen länger nicht gesehen zu haben. Vielleicht freuen sie sich, wenn man zurück ist, vielleicht haben sie einen sogar vermisst. London Royal Opera House, März 65. Ein neues Ashton-Ballett. Monotones 2. Ein Pas de Trois, Musik von Satie. Rather like moon people in a way, I wanted to suggest. It was at the time when everybody was going to the moon, and I suppose I was affected by that. And so I wanted... Ich wollte den Eindruck von Mondmenschen vermitteln. Es war ja auch die Zeit, wo jeder zum Mond wollte. Ich brauchte drei Leute mit entsprechenden Figuren, das war sehr wichtig. Anthony hatte schon andere Sachen für mich gemacht. Enigma, Month in the Country und natürlich Thais. Thais war ein Pas de Deux für Antoinette, Sibley und Anthony. Die Kostüme stammten von ihm. It was for a gala for something or other, and it was pas de deux, and I just did it for them, you know, because I always loved their dancing together, and in a way it was more really to show off Sibley than him, I think. And he did the costumes actually for it as well. Michael, about how long have I had? I've got to go. Almost ten. I enjoy wearing strange stuff. Ich trage gern komisches Zeug und liebe die Verkleidung. Maskiert könnte ich wilde und verrückte Dinge tun. To be able to sit in the dressing room making up and not be a nervous wreck is tricky. Thais is quite nerve-wracking. It's quite tough for me, because I mean, she never... Es gehört schon einiges dazu, in der Garderobe zu sitzen und nicht durchzudrehen. Thais ist sehr schwer und anstrengend für mich, denn die Partnerin darf eigentlich nie den Boden berühren. Ich komme mir vor wie ein Gabelstapler im Kostüm. I realize the conflict that goes on between dancer and designer, and here I was both. I like the way she looked, but she couldn't get the wretched veil off her head, so we had to sort of cut it down. On stage now, please. Thais Begaz, on stage now, please.